Tag, Leute, und dann sind wir zum nächsten Spiel. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, ist das ein schönes Stadion. Muss ich weitermachen. So, da sind wir zum nächsten Spiel und das ist ein Derby-Time gegen Inter Mailand gegen Juventus Turin. Und das wird spannend, auch wenn Turin zurzeit nicht die beste Form hat. Wir haben sie auch nicht. Aber ich würde mal sagen, wir schaffen das schon irgendwie. Wir setzen erstmal die Turiner unter Druck, ne? Der Ball kommt hier wieder nach vorne zu Guarani. Und ich weiß nicht, wen er da gesehen hat. Er hätte Mauro Icardi schicken können. Jetzt Pirlo. Auf den Außenspieler. Dodo ist da, spielt den Ball jetzt zu. Mauro Icardi bringt den Ball rüber zu Ubi. Der wieder zu Icardi. Ist der jetzt durch? Nee. Lichtensteiner Weg, dann fault er ihn einfach sinnlos um. Blöde Aktion von Mauro Icardi, es hätte nicht sein müssen. Die gelbe Karte ist Blödsinn, weil er macht da einfach eine Dummheit. Einfach, hätte er einfach lassen können. Aber vielleicht ist das ist vielleicht noch die Unerfahrenheit. Wollte unbedingt wieder am Ball und dann macht er so ein blödes Foul. Turin kommt jetzt hier über Pirlo. Spielt rüber zu Umolo. Der Ball kommt super. Lorente, der macht das 1-0. Das war sehr schlecht verteidigt. Wie kann so eine Flanke einfach komplett durch die Verteidigung fliegt der Ball und keiner will mit, keiner kommt mit dem Kopf daran. Also schlechter verteidigt kann man es gar nicht. Also das ist ja wirklich erbärmlich, ne? Alle gucken zu. Handanovic kann dann auch nichts mehr machen. Mensch, Jungs, was macht ihr denn hinten in der Abwehr? Vielleicht kommen wir ja nochmal zurück, aber es wird schwer. Turin ist eine Mannschaft, die hinten sehr sicher steht. Oh, das ist ein Foul von Arturo Vidal. Und das wird nicht gepfiffen. Aber wir haben Lonero. Der holt sich den Ball, sieht Ubi. Und der bekommt den und läuft jetzt hier 1 gegen 1. Die linke Seite durch. Der flankt den Ball. Jetzt kommt der Ball zu Icardi. Nein, wird geklärt. Aber Lonero! Pfosten! Buffon war nicht dran. Jetzt nochmal Ubi. Spielt den Ball wieder. So, Lonero. Mauro Icardi. Abseits. Es ist abseits. Super gehalten von Buffon. Und dann Mauro Icardi steht im Abseits. Mensch, ey. Was macht denn der Bursche da? Das hätte nicht sein müssen. Aber jetzt weiß Juventus Turin. Sie dürfen uns nicht unterschätzen. Aber Giovinco kommt jetzt hier. Will hier die ganze Abwehr austanzen, kriegt den Ball wieder. Hat jetzt nur noch Handanovic vor sich und trifft nur das Außennetz. Stark von Turin. Setzen nach und holen sich den Ball. Und schießen hier fast das 2-0. Durch eine sehr schlechte Verteidigung. Wieder Arturo Vidal mit dem nächsten Ballgewinn. Lorente wieder auf. Giovinco. Der kann jetzt hier flanken. Geht da keiner ran, der Ball kommt raus. Vidic ist da erklärt, Ubi hat den, spielt den riskant wieder in die Mitte. Wir kloppen den Ball nach vorne. Lonero jetzt gegen Evra, der jahrelang bei Manchester United gespielt hat. Ist dann aber, wurde der Vertrag nicht verlängert und dann ist er nach Turin gewechselt. Super von Jedoffen. Aber Evra kriegt den Fuß irgendwie hin und flankt den Ball rein, aber schlecht. Die Stimmung ist gut, aber das Spiel von unserer Seite ist nicht überragend. Es ist nicht stark. Wir schwächeln hier, dann köpfen den Ball einfach ins Aus. Blöde Aktion. Natürlich können wir jetzt sagen, wir haben geklärt. Aber er hätte den Ball annehmen können und wegschießen können. Rüben kommt jetzt hier über Lichtensteiner. Der probiert hier irgendwie an Dodo zu vorbeikommen. Kommt auch Lonero, der kommt hier mit nach hinten. Und jetzt haben wir aber nur Mauro Icardi ganz alleine gegen die komplette Turiner Verteidigung. Dribbel dich hier durch. Am ersten vorbei, das ist ein klares Foul. Und das ist auch gelbwürdig. Es gibt dafür keine gelbe Karte. Mal gucken, wo wir jetzt den Ball spielen. Von Hernandez zu Mendel. Der hat uns einmal schon mal den Arsch gerettet gegen FC Genua. Jetzt Hernandez nochmal.
sieht Mauro Icardi. Und wo schießt denn der bitte hin? Der Torjäger der Saison. Vergibt hier aber kläglich. Also da hätte der Ausgleich sein müssen. Schlecht, schlechte Aktion von Mauro Icardi. Wir wissen, dass er es besser kann. Jetzt kommt aber wieder Turin schnell über Fernando Llorente, der Baske. 1 gegen 1, aber geklärt von unserer Verteidigung. Mauro Icardi will den Ball annehmen, kann er nicht. Da verspringt er ihn den Ball. So, Evra wieder, Givinko. Givinko, aber Jonathan, das ist seine Stärke. Zweikämpfe. Mal sehen, kommt Icardi ran, er kommt ran. Und jetzt Lunero. Ach, der geht nicht ins Tripling, hat da viel zu viel Angst. Und, aber Bedell, das macht er stark und dann so ein schlechter Pass. Zu seinen chilenischen Kollegen, ne? Hat wohl gedacht, der spielt jetzt in der Nationalmannschaft. Aber Givinko jetzt mit der Flanke. Llorente kann es immer mit der Flanke bringen. Der ist stark und kann Bälle annehmen. Oh, super von Icardi. Kann den Ball behaupten jetzt. Vidal ist da, Chiellini ist da. Hernandez kriegt ihn aber wieder. Und wieder so ein schlechter Ball. Pirlo, der gerade nicht der Schnellste ist, holt sich den einfach. Ja, Llorente, das Spiel aufbauen, das kann er nicht, ne? Ist ein Stoßstürmer, der einfach nur vorne dasteht, den Ball annehmen kann und dann einfach drauf schießt oder drauf köpft. Und jetzt haben wir Guarani. Der geht hier die rechte Seite durch. Der geht hier einfach durch. Mal sehen, was er jetzt macht. Und wird hier klar gefoult. Gelbe Karte. Minimum. Marchiso kriegt hier die klare gelbe Karte. Will das Dribbling unterbinden. Macht es souverän, ne? Eiskalt. Aber wir haben jetzt nochmal einen Freistoß. Wer dreht den Freistoß? Icardi, Ball kommt schlecht, sehr schlecht. Buffon steht da einfach und fängt den Ball. Macht natürlich die Erfahrenheit, dass er da stehen muss. Marchiso, jetzt raus auf Givinko. Der geht hier ins 1 gegen 1. Der ist schnell, der ist auch dribbelstark, der ist hier vorbei. Sieht der Llorente. Llorente, er sieht Llorente. Havanovic ist auf dem Weg, der Ball bleibt und dann wird irgendwie geklärt. Also was war das denn jetzt für eine Aktion? Hin und her. Ach Jungs, was spielt ihr denn da in der Verteidigung? Die ist ja komplett verunsichert. Wir motivieren mal hier Vidic und Dodo. Motivieren Mendel. Der hat gar kein... Der hat, das ist schlecht. 4,5 hat er nicht verdient. Nur Nero motivieren wir mal. Und Mauro Icardi. Das kann er besser. Er hätte schon längst einen Ausgleich schießen können. Blöde Aktion. Die Situation ist keineswegs aussichtslos, ne? Aber wir bringen jetzt Juan José, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Der andere Innenverteidiger. So, Juan José kommt jetzt rein. Mal sehen, ob das Spiel jetzt hinten in der Defensive besser wird oder ob es noch schlimmer wird. Wir sehen, Turin will den Ball erstmal halten und Hernandez grätscht da grob rein. Das ist einfach eine dumme Aktion. Und er hat die Erfahrung. Da kann ich nicht sagen, dass durch seine Unerfahrenheit. Hernandez hat Erfahrung. Das ist einfach Blödsinn. Mal sehen, ob was draus wird. Aber ja, Handanovic hat den Ball diesmal sicher. Und kloppt den Ball jetzt raus. Sucht Lonero. Und der findet Mendel. Der macht einen super Ball. Der sieht Mauro Icardi. Buffon kriegt den Kopf da nur dazwischen. Jetzt klärt Vidal. Ja, da haben wir den Ball durch Vidic und Dodo. Obi jetzt hier. Das 1 gegen 1. Sieht er. Mendel, der probiert wieder einen langen Ball auf Icardi, aber Lonero hat diesmal aufgepasst. Arturo Vidal ist natürlich da. Das ist die Weltklasse, die Juventus Street hat und jetzt hier rechts außen. Givinko ist links komplett frei. Handanovic muss sich jetzt groß machen, macht er es nicht. Er hätte schon längst da sein können. Blöde Aktion, jetzt wird ausgewechselt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir gehen ja komplett andere Taktik auf hier. Abseitsfalle, Pressing. Kurze Pässe, riskanter, ohne Vorgaben. Also so schlecht habe ich es mir nicht vorgestellt. Und bringen wir nochmal Kuzmanovic. Nein, ja, für Hernandez. Weil Mendel spielt nicht schlecht, das ist so Schwachsinn. Schlecht verteidigt. Wo ist der Linksverteidiger? Ne, der Rechtsverteidiger ist es ja. Also ja, wir sind hinten in der Verteidigung, sind wir zu offen, machen zu viele Fehler und vorne
kriegen wir keine, ja, Kombinationen, Angriffsmöglichkeiten. Jetzt wird der Mauro Icardi schon wieder gegrätscht, wieder von Chiellini. Das ist eine gelbe Karte, Schiri. Er geht mit der Sohle voran, aber wir haben jetzt einen Freistoß. Kuzmanovic, der kann das eigentlich. Wird geklärt durch die Mauer von Turin. Mal sehen, was die Ecke draus bringt. Wir haben noch eine komplette halbe Stunde. Also da kann man schnell zwei Tore schießen. Und der Ball kommt nicht schlecht, aber ja. Schulukabu von... Der mit seiner Erfahrenheit, der steht einfach da, goldrichtig, wo er stehen muss als Torwart. Ilic hat den Ball. Sieht wieder Icardi und dann wieder Lunero. Super gemacht. Das ist doch kein Foul, Schiri. Und dafür gibt es gelbe Karte. Du bist doch bekloppt, bist du doch. Ey, verstehe ich nicht, warum er dafür eine gelbe Karte gibt. Die dürfen die ganze Zeit Mauro Icardi umgrätschen, aber bei uns, ne. Denen ist es dann egal. Das ist für mich Blödsinn. Das ist einfach unfair. Italien, Juventus Turin hat schon wieder den nächsten Schiri gekauft. Wie machen wir das jetzt? Wir nehmen einen Sechser raus. Kuzmanovic jetzt hier in der Mitte. Und bringt Oswald. Mal sehen, was er hier noch bringt. Hoffentlich mal ein bisschen mehr ins Spiel rein. So, jetzt bringen sie auch noch Asamoah. Wir haben noch Pablo Daniele Oswald. Ne, der hat bis jetzt keine überragende Saison gespielt. Aber Mauro Icardi holt sich den Ball gegen Pirlo. Und der probiert einen schlechten Pass wieder. Arturo Vidal. Oder einfach nicht einen schlechten Pass, sondern Arturo Vidal ist einfach überall da, wo er immer ist. Er steht einfach überall. Llorente verliert das Topfduell-Duell gegen Vidic. Jetzt Icardi. Gegen Chiellini. Der hätte schon längst eine gelbe kriegen müssen. Nein, natürlich nicht. Jetzt Pirlo. Der Ball ist natürlich gut. Das ist von André Pirlo. Chivinko wird von Jonathan aufgehalten. Aber schlecht geklärt von Guarani. Jetzt wieder Chivinko. Chivinko hier. Da muss einer raufgehen. Chivinko. Die Flanke ist nicht schlecht, Llorente. Aber Vidic ist da und klärt. Dodo jetzt sucht Ubi. Der spielt den Ball zu Lonero und der sucht da vorne Mauro Icardi, der probiert und dann wieder so schlechte Ballannahme. Ob der zum ersten Mal Fußball spielen würde. Jetzt Pirlo gegen Lonero. Da sehen wir vielleicht der neue Pirlo, Lonero oder Pirlo. Ja, Lonero hat das Potenzial, wie ein André Pirlo zu werden. Vielleicht sogar noch besser. Heute zeigt er es nicht. Hatte gute Aktion in der ersten Halbzeit. Jetzt das blöde Foul ist eine gelbe Karte von Asamoah. Will gar nicht den Ball spielen, sondern will nur den Mann krätschen. Da sehen wir es. Ball ist weg, tretet ihn einfach von der Seite um. Mal sehen, ob dieser Freistoß besser ist, ob wir jetzt das Tor schießen. Wir brauchen langsam ein Tor. Wir haben nur noch 15 Minuten. Der Ball kommt. Ach du Scheiße. Warum da auch keiner hin will, das muss mir jemand erklären. Oh, alle jetzt nach vorne. Ihr rennt mit rein. Oswald rennt mit rein. So, jetzt wird hier gewechselt. So, er läuft hier rein. So, jetzt laufen wir alles nur X'en. Kuzmanovic läuft auch noch mit rein. Die Außen werden jetzt von unseren Außenspielern gemacht. So, jetzt kommt nur ein Jossi. Kommt auch noch mit da vorne. Vidic. Also hinten ist jetzt scheißegal. Wir brauchen zwei Tore. Und wir sehen auch jetzt Paul Pogba ist drin. Ne? Der ja eigentlich, der vielleicht auch in Wirklichkeit wechseln wird. Das ist ja die große Frage. So viele Vereine sind ja interessiert an ihm. Und jetzt haben wir vielleicht eine gute Aktion. Nein, wir kriegen den Ball wieder nicht durch. Aber Kuzmanovic hat sich den Ball wieder geholt. Ubi jetzt spielt er den Ball auf Lunero. Und natürlich Arturo Vidal hat auf einmal ein Tempo von 150 km/h. Das ist doch Blödsinn, wie der da durchstartet. Mal sehen, ach, ich wusste, dass der Juan José da blöd. Hä? Das ist ein Backtor. Das ist ein riesen Backtor. Weil Juan José war am Ball. Hm. Sieht doch jeder. Gut, man, wenn du mir jetzt erzählen willst, er kriegt den Ball da nicht. Was ist denn bitte für ein Blödsinn, bitte? Mann. Verlierst du das Spiel, weil es einfach so verbackt ist. Das ist einfach Blödsinn. Also, du kriegst doch einen Fuß dazwischen, wenn du siehst, dass der Ball... Und Lonero läuft einfach auf den Mann zu. Also, was er in der ersten Halbzeit gut gemacht hat, macht er hier falsch. Jetzt Oswald.
Oswald. Oh nein, Cellini. Der ist da echt noch mit dem Fuß. Ey, die haben aber auch Glück, die Turiner. Aber wir haben den Ball nochmal. Oswald, da muss er mal gucken. Warum spielt er nicht oben raus? Kuzmanovic jetzt nochmal. Schießen wir wenigstens Ehrentor. Obi jetzt. Sieht er. Mauro Icardi. Wo zielt der denn hin? Der wäre komplett daneben gegangen. Ey, haben die... Die haben was falsch schon im Tee gehabt. Das kann doch nicht sein, dass man so schlecht schießen kann. Also Zielwasser nicht getrunken. Lorente jetzt. Handanovic ist mal dazwischen. Vidic klärt. Und spielt den Ball gleich auf Oswald. Der geht wieder ins 1 gegen 1. Sieht Lonero, der passt hier zu Icardi. Der geht jetzt mal vorbei an Cellini. Mauro Icardi ist jetzt mal durch. Mauro Icardi. Ja, wir haben den Ehrentreffer. Minimum. Mauro Icardi mit Saisontor Nummer 10. Super Aktion. Einmal gelang es sich an Cellini vorbei zu dribbeln und dann ist er durch. Mal sehen, ja, blöde Aktion, dass es so spät kommt. Wir haben nur noch 3 Minuten, das wird nichts mehr. Vielleicht beim 1-2-0 hätten wir es schaffen können. Jetzt werden wir aber dieses Bug sehen. Ja, was sag ich? Dieser blöde Bug ist so kacke. Ein blöder Einwurf-Bug. So, jetzt Schwinko nochmal den Ball in die Mitte. Handanovic, der steht da schon wieder nur blöd rum. Was macht denn Handanovic da? Du musst da ein bisschen Strafraumbeherrschung haben. Unverständnis, was der Vogel da macht. Also bitte, was macht der da? Hätte er schon längst rauskommen können. Und dann hier kein... Ey, ist so schlecht gespielt, der Typ. Also den würde ich am liebsten sofort verkaufen. Und den Francesco Bardini holen. Den kann ich nicht ab, den Handanovic. Der ist mir zu scheiße. So, jetzt sag ich es ganz eiskalt. Er ist scheiße. Was für Bock der baut, ey. Bockmist baut er immer. Jetzt verlieren wir hier 4-1. Ich würde aber mal sagen, gegen Turin kann man 4-1 verlieren. Aber es regt mich einfach nur auf diese blöden Fehler, die wir gemacht haben. Das kann doch nicht sein. Einfach so eine einfachen Dinger wären hier. Wir haben uns einfach ausgekontert. So blöde auch noch. So blöde simpel. Ach, und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns in den Nachbericht. Haut rein, euer Berlin-LP.